bitteschön. Oh, sehr charmant. Er möchte gerne ein Interview mit dir machen. Ja, gut. Und, wie bin ich? Toll, riesig. Besser als die Streisand. Streisand? Wo ist denn hier Glatteis? Macht sie das öfters? Nur wenn sie lacht. Ich bin ein Wunderkind. Ich war schon in der Schule genauso gescheit wie heute. Vielen Dank für das nette Gespräch. Oh, ist er mir jetzt böse? Sind Sie denn verrückt? Sie doch nicht einfach können bei Rot über Straße gehen. Nie Verkehr gehabt in Schule? Möglicherweise bei Ihnen in Spanien. Wir hatten in der Schule noch keinen Verkehr. Oh. 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 Oh, der Vesuv ist ausgebrochen. Oh, hoffentlich fangen Sie ihn bald wieder ein. Ciao. Salut. Ja, hallo, hallo. Das tut mir aber leid. Wer hat Sie denn aufgerissen? Ja, da kann ich Ihnen gut helfen. Ja, schauen Sie, so sieht's wieder normal aus. Wo haben Sie den denn ausgelassen? Ich komme aus Ostfriesland. Ostfriesland? Mann, da weiß ich einen Witz. Warum streuen die Ostfriesen Pfeffer auf den Fernseher? Ja, den kenne ich, damit das Bild schärfer wird, ja. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Linda lacht über alles, komm. Ist der Typ jetzt böse auf mich? Aber nein, Schätzchen. Linda, kümmere dich mal ein bisschen um den Onkel. Hallo, Linda! Linda! Ah! Oh. Oh. Hoffentlich haben Sie sich nicht verletzt. Mit dem Fahrstuhl wäre mir das nicht passiert. Ach ja, geh mal was trinken. Oh, shit. Mann! Jetzt darfst du mal lachen, Linda. Wer geht mit mir schwimmen? Ihr habt ganz genau 5 Minuten Zeit, euch anzuziehen und von hier zu verschwinden. Und wenn ihr dann nicht weg seid, dann seid ihr morgen auf der Titelseite. Blutbad auf Ibiza. Oh, mit deinem Foto? Ihr Weiber, ihr. Hm? Aber so alt ist er doch gar nicht. Nein, so alt ist er wirklich nicht. Komm mal wieder nach Ibiza. Ibiza. Mit nem großen Düsenflitzer bist du schnell auf Ibiza. Hallo, Christine. Also pass auf, das ist so. Ui, ist das eine tolle Bude. Da muss ich mich ja wie eine Dame benehmen. Na, das wird lustig. Geh bitte zu als Taxi. Ja, natürlich. Also pass auf. Ja und? Wo ist jetzt mein Traum? Das will ich dir doch gerade erklären. Sein Name ist Harry Weber. Ja. Du musst dich hier als seine Gattin eintragen lassen. Das ist sehr moralisch hier, verstehst du? Weyer oder Weber ist mir wurscht. Hauptsache, er verwöhnt mich gut. Excuse me, madam. Huh? May I help you? Na, ich suche nur meinen Mann. Harry Weber. Harry Weber? Ist er schon eingetrudelt? Mein Harry! Mein Freund Harry Weber! Das ist aber ein Zufall. Ein sehr erfreulicher, ein entzückender Zufall ist das, ja. Sie sind Frau Weber? Lustig, was? Fesch! Gestatten, Josef Richard Pfefferkorn. Gestatten, Christine Mutzen. Oh, ich dachte, Sie heißen Weber. Ja, Mutzenbacher war mein Mädchenname, aber sag's doch einfach Mutzal zu mir. Dann können Sie auch J.A. zu mir sagen. Der Name kommt mir irgendwie bekannt vor. Sicher hat ihn Harry schon von mir erzählt und dass er mich hier treffen will. Ich habe erst vor ein paar Stunden erfahren, dass er hier im Lande ist und da bin ich sofort hierher geraten. Ja. Aber dass ich bei meiner Ankunft gleich eine reizende junge Gattin kennenlerne, freut mich natürlich ganz besonders. Ja, ja, ich freue mich ja auch. Ich bin ja so leicht zu unterhalten. Ja. Immer lustig, immer fest. Sie haben wirklich einen goldenen Humor. Ja, das sagen alle meine Kunden. Oh, Sie leiten eine Firma? Nur eine ganz kleine, sozusagen einen Ein-Mann-Betrieb. Darüber müssen Sie mir mehr erzählen. Ich denke, wir sehen uns später beim Diner. Ja, gern. Essen ist meine zweitliebste Beschäftigung. Ja, also dann bis später, Mutzer. Servus, J.A. Entschuldigen Sie, gnädige Frau, dass wir Sie beim Essen stören müssen. Hallo. Ist mein Euter schon eingetrudelt?
Wir sind gerade dabei, die Gästeliste zu kontrollieren, wenn Sie vielleicht in der Zwischenzeit dieses Formular ausfüllen würden. Wann ich noch die drei Lumbumbas nur schreiben kann? Moment. Entschuldigen Sie die zittrige Handschrift? Schrieb die Gräfin dem Grafen, während sie der junge Kammerdiener fest von hinten stützte. Ach so. Denn die alte Dame konnte kaum mehr aufrecht sitzen. Immer lustig, immer fesch. Gib mir nur ein Lumumba, Moses. Okay, no problem. Wenn Sie vielleicht noch Ihren Beruf eintragen würden. Ach, machen Sie einfach nur einen Strich. Und wo arbeitest du jetzt? Ich bin bei Binder und Vögle. Du hast es gut. Ich bin bei IBM und muss arbeiten. Oh, pardon. Das war nicht mit Absicht. Nein, mit Orangensaft. Ach, warten Sie zufällig auf mich. Mein Name ist Weber, Harry Weber. Ja, servus, Bulli. Ja, klar warte ich auf die. Ich habe schon Angst gehabt, ich muss meine Lumpumba selber zahlen. So gedacht, meine Alte wäre hier. Du bist genau das, was mir der Arzt verschrieben hat. Und ist bloß hier auch ganz besonders schön. Sag, was soll denn das? Wisst ihr eigentlich, warum die Giraffen so einen langen Hals haben? Mutzi, bitte. Na, Schatzi, du, das ist nicht ordinär, wirklich nicht. Nur Kabanik. Also, weil der Kopf so weit weg ist. Ich muss schon sagen, Harry, Ihre Frau, die lässt ja manchmal Klöpse ab. Was lass ich? Ja, ich weiß nicht, wie ich das titulieren soll. Immer lustig, immer fesch. Das war schon die Devise meiner Großmutter. Ja, schon gut, Mutzel. Bitte langweile Herrn Pfefferkorn nicht mit deinen Familiengeschichten. Alles ist für mich wichtig, was Ihre Frau so im Laufe des Tages absondert. Also meine Großmutter, die war vor 10 Jahren in Wien die größte... Entschuldigen Sie bitte, Herr Pfefferkorn, ich hole gleich den Kellner. Entschuldige mich bitte. Du vertreibst mir den nicht besten Kunden. Mein Mann ist ja immer gleich so nervös. Na, keine Panik, das haben wir gleich wieder. Oh, nicht der Rede wert. Da gehen wir erst ein bisschen Salz drauf. Ja. Und dann festreiben. Jawohl, da regt sich ja etwas. Ist ja auch zu Beginn der Regenzeit. Das ist mir aber sehr peinlich. Ja, aber wieso denn? Das ist doch ganz natürlich. Ja. Du bist doch ein Mann. Ich schwöre Ihnen, Frau Weber, das ist das erste Mal seit 5 Jahren. Was ich immer sage, es gibt keine impotenten Männer, nur ungeschickte Frauen. Ja, was machen wir denn da jetzt, G.A.? Für Sie würde ich alles machen. Ich würde sagen, wir schmuggeln ihn aufs Zimmer. Geht morgen nicht auf Safari. Das sind doch die Mädchen von gestern. Das ist ein Mann nach meinem Gusto. Der versteht zu leben. Einsteigen. Immer nur einsteigen. Pfefferkorn, das geht uns. 7 Jahre meines Lebens habe ich nach... Je später der Abend, desto schöner die Gäste. Ja, servus, ja. G.A. Immer lustig, immer fesch. Ja, ja, ich habe noch viel nachzuholen. Was halten Sie von einem kühlen Drink, Frau Weber? Ja, viel. Aber... ich bin gar nicht die Frau Weber. Noch besser. Ich bin die Christine, aber sag doch einfach Mutzel zu mir. Und du hast 3 Wünsche frei. Ich hab nur einen und den 3-mal. Wisst ihr, warum der Schwan so einen langen Hals hat? Nee. Damit er bei Hochwasser nicht ertrinkt. Du bist lieb, ja. Komm jetzt. Oh, das ist aber schade, dass Sie jetzt schon gehen müssen. Ich denke, wir sehen uns morgen, ja? Ja, ja, wir haben noch jede Menge zu besprechen. Dann schlaf gut, G.A. Servus. Ich werde die ganze Nacht von Ihnen träumen.